Das ist mir zu aufregend. Keine Straftaten filmen, weil Straftaten? Einmal wenn. Wo geht's denn da oben lang? Es ist ja, rot. Hallo. Scheiße. Leerlaufanzeige, zeig's mal an. Tacho ist komplett tot. Ja. In der Brille ist so ein Filzband, das einfach nur durch die groben Löcher nicht Sichtzeug durchkommt. Das ist abgegangen, schon dran geklebt, aber das stinkt halt jetzt übelst. Ja, mit 4 Sekunden Kleber. Das stinkt jetzt halt übelst. Und also brennt ziemlich in der Augen. Sanfte Grüße, Bürger. Da sind wir wieder. Jo. So. Ist der Finger richtig drin, Herr Hanschmidt? Ja. Ich wollte es testen. Ja. Na, Sumo-Fahrer sind sowieso alle Straftäter. Aber ich glaube, die Suzuki ist lauter wie deine. Ja, warum? Das kann nicht sein. Naja, auch nicht schlecht. Hallo, Katze. Aber Stefan, nur so als Tipp, mach's nicht so laut, Szene. Ja. Der schreit ganz gerne mal rein, das tut weh in die Ohren. Ja, ich gebe Instruktionen in dreistelligen dB-Bereich. Ja. Los, gib alles, mach schon! Drück! Ah, mindestens. Ja, wir fahren nach Tschechien. Ja, ich traue mir nicht, meine Brille aufzusetzen. Ja, super, hast du die Fahrtwinde zerfressen. Ja, oh, die Harten kommen in den Garten. Immer noch besser als wie dein Arsch. Der wird dir wehtun. Ja, Supermoto ist nicht Touren geeignet. Links, ne? Das ist so eine geile Kurvenkombo hier. Ja, kommen wir mehr davon. Ja, schön. Aber nur 2 Meter Preis, geil. Ist das deine Haus- und Hofstrecke, Stefan? Sozusagen. Wir sind auf dem Weg zu den Tschechen. Schön knödel fressen. Ja. Und auf der Rückfahrt wird er schön Reißverschluss auf dem Rasenbein. Wenn die Pocke zu dick ist. Ja. Könnte ich ja schön in der Funkenmariechen machen mit den Knie. Hast du jetzt die Knieschleifer dran mit den Titanschleifern drin? Ja. Das ist hochgradig illegal. Das ist mir egal. Landschaftlich ist das ja hier ein Traum. Oh, schön, hier kannst du schön mit dem Moped abbremsen, hier am Kreis. Aber hier abends, wenn du abends angeschossen kommst, dann brauchst du voll den Tümpel. Schau sie nach 2 Kilometern dann links. Oh, geil! Ich hab schon wieder Funkenflieg gesehen. Hat gut gewonnen! Ja, vorne weg gemacht. Das ist echt geil. Solche Dinger gibt es noch mit Stiefel, da kannst du dir einen Stiefel machen und dann fährt er diesen Enduro-Teil, weißt du, mit ja, dem gut. Genau, ja. Wenn du das an der Hacke machst, dann fährst du so. Genau, das gibt es nur für die Hacke, ja. Sind alle da? Ja. Jo. War der noch am Start? Ja. Durchzählen, eins. 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 Dein Vater hat nicht gesagt. Ja, das ist noch andere Generation, da gibt man noch auch Zeichen. So. Jetzt Tunnel! Immer runterschalten! Reden wir? Ich fahr noch einen zweiten. Ich weiß gar nicht, hab ich noch einen? Ah, einen hab ich noch. Alles Kriminelle hier! Wie riecht denn das hier? Nach Dorf! Interessant! Ah, da bin ich letztens irgendwo durchgefahren, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Durch Leipzig? Wo war das denn? Da kam eine Graswolke nach der anderen, ey. Achso, ja, ab heute, ja? Ab heute ist das. Ja, genau, ab heute. Können wir uns ja 25 Gramm mit reinpflanzen. Ja, wenn dann halt der Gras kommt und dir Blut abnimmst, dann, ja. Aber kann dir ja egal sein, wenn du bekifft bist. Alter, wo fahren wir hin? Ab in den Tümpel. Sehr schön, sehr schön. Oh, das ist ein Traum.
Wir kommen auf meinem Naturkanal. Boah, Alter, aua. Ja, Bandscheibe, jawohl. Gib ihm. Ach, das ist immer schön in den Tickets. Da steht da unten leid. Soll ich da echt reinfahren? Was? Natürlich, da fahren wir rein hier. Wir sind Abenteurer. Ja. So weit? Magellan, Columbus, Putsch. Ja. Leif Erikson hast du vergessen. Leif Erikson? Ja. War ein Entdecker Amerikas. Achso, ja. Die Wikinger. Ja. Genau. Ja. Alter. Schüttel den Kaffee wieder hoch, ja. Ja, gut, dass du auf nüchternen Magen und los bist. Nee, das geht gar nicht. So kleiner Powerriegel wie eine Bockwurst zum Frühstück, das geht. Genau. Aber übrigens ist letztens dieses, als wir das letzte Mal gefahren sind, dieses Sieb rausgefallen. Der DB-Killer? Ja. Brauchst du nicht. Krank. Geil. Na, als wir das letzte Mal angehalten haben, dachte ich schon, es ist vorbei. Ne? Also das jetzt stehen lassen, abschleppen, aber haben mich bloß wegen Nummernschild angesprochen. Das ist ein bisschen schräg, ne? Dass der Winkel nicht stimmt, ja. Die waren mal nett. Einfach nur nett. Die haben mir auch nur einen Tipp gegeben mit dem Nummernschild. Die haben nicht gesagt, oh gut, der Wechsel, okay. Mängelzettel. Ich sag's doch immer wieder, Sumo-Fahrer sind alles nur Kriminelle. Ja, deswegen. Weißt du, das sagt er. Wo du bis da vorne zu den Ventile gucken kannst. Hey, wir machen eine gute Messung. Immer wenn. Einmal wenn. Wo geht's denn da oben lang? Es ist rot. Rot. Oh. Hallo. Alter. Ja, hab mal gemerkt. War das der Ampel? Ja. Geht mir doch rum. Aber können wir uns jetzt darauf einigen, dass wir Ampeln einfach mal berücksichtigen, oder? Ja, sollte man, ne? Ja, ja. Machen wir. Wie lange war die denn schon rot? Ewig. Ja. Echt? Kann man versiegen? Ja, was denn, du? Geht noch eins. Aber da steht ja auch gesperrt. Infort. Geht fort. Ja, ich geb die Führung ab. Ja. Alter, ist das laut hinter euch, ey? Wieso? Versteh ich nicht. Achso, das ist ein grüner Pfeil. Ja, jetzt kann man fahren. Hier ist ein grüner Pfeil, Micha. Da war vorhin so ein grüner Pfeil. Weil ich Blechpfeil nach links. Wer kennt's nicht? Wir wollen auf der Autobahn? Ja, das wäre dann recht. Ah, ja. Hat's auch nicht gesehen. Liegt der Familie. Fährt er nicht so lange. Anzeige ist raus. Ja, schon wieder sein Beinchen streckt. Elegant. Schmerz. Wir müssen links. Richtung Mais. Okay. Soll ich jetzt hier links fahren? Nach ja, Ilkendorf. Richtung Ilkendorf. Ilkendorf, genau. Das sieht mir schon wieder sehr kriminell aus. Dein Vater wird gespalten. Krise. Ich habe jetzt normale Straße eingegeben. Ja. Schnellste Route ohne Autobahn. Also, Dein Vater schüttelt schon den Kopf. Ey, ich hoffe, ich hätte Rest abbiegen müssen. Rest abbiegen soll ich. Eieiei. Hab ich vergessen zu sagen? Ich hatte einen Fahrer, würde schon wieder in den Kopf. Rüdiger nicht so tief. Ganz schön. Träumst. Wunderschön. Ja. Deswegen sind wir doch Tourenfahrer. Malerisch ist das. Ja. Will doch was sehen von der Welt. Ja. Ein paar Sekunden später.
Nachher irgendwo, ich muss eh tanken. Ja. Ja. Jetzt kommt die, jetzt die Motorkontrollleuchte wieder an. Ja, ja, ist klar. Irgendwas ist immer. Ey, du musst überlegen, das ist meine erste Fahrt in dieser Saison. Irgendwas ist immer. Letztes Jahr hat mir die Kühlflüssigkeit irgendwo rausgedrückt. Ja, irgendwas muss immer. Es muss immer irgendwas sein, wenn man startet. Ja. Logisch. Eine Batterie und eine kaputte Batterie ist jetzt das geringste Problem. Wollte ich irgendwas sagen. Scheißegal, hab danach jetzt nötig. Du kümmert wenigstens eh noch Werkzeug mit. Ja. Ja, das hab ich auch schon überlegt gehabt, baust du das mal raus, aber da dachte ich mir, das wäre der größte Blödsinn, den ich hier mache. Müssen wir bald mal hier so einen Aufkleber organisieren, hier Servicemotorrad oder so. Ach, scheiße. Das ist die Lima. Ja, oder eben halt die Batterie so im Arsch, dass sie nicht mehr aufnimmt. Ja. Kommen wir hier mal ran. Geht jetzt bestimmt aus. Ja, merkst du? Ja, ja, man hört. Man sieht es auch am Licht. Ja, hinten auch, tatsächlich. Ist das eine Lima, oder? Ich habe kein Multimeter mit. Ich kann es nicht überprüfen, ob es noch lädt. Aber Leerlaufanzeige zeigt es mir an. Tacho ist komplett tot. Ja. Gut. Probieren wir es. Okay. Okay. Das war, dazu. Das war eindeutig. Das war eindeutig. Okay. Echt. Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und bis zum nächsten Mal. Scheiße. You are now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me, the police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. That's showing now, niggas start to mumble. They wanna rumble. Mix them in, cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a gag, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder rap to keep ya dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me and you can go toe to toe, no man. I'm knocking niggas out the box daily. Yo, weekly, monthly, and yearly. Until them dumb motherfuckers see clearly that I'm down with the capital CBT. Boy, you can't fuck with me. So when I'm in your neighborhood, you better duck. Cause Ice Cube is crazy as fuck. As I leave, believe I'm stomping. But when I come back, boy, I'm coming straight out of top. Ha ha ha!